Ja, wer hätte das gedacht, dass es in Bayern endlich wieder eine Großbaustelle gibt, die sich als Fass ohne Boden herausstellt. Die sogenannte zweite Stammstrecke der S-Bahn in München. Sowas war in Bayern immer schon nur dann möglich, wenn alle, aber wirklich alle an einem Strang ziehen, bis es endgültig zu spät ist. Bund, Freistaat, Bahn und Stadt bauen ein Milliardengrab unter den Toren Münchens. Und verdienen tut die Bauwirtschaft. Genau so muss es sein. Nicht wahr? Ein System wie die Münchner S-Bahn, das an den Außenästen krankt, stärken zu wollen, indem man in der Mitte Milliarden investiert, das ist, wie wenn man einen Fußkranken am Herzen operiert. Nicht wahr? Medizinischer Komplettunsinn, aber unter wirtschaftlichen Aspekten ein goldrichtiger Eingriff. Nicht? Man stelle sich einmal in Zukunft einen Ausländer vor, der am Hauptbahnhof in München ankommt und mit der S-Bahn zum Flughafen möchte. Dem hat man einen 5-Minuten-Takt versprochen. Am Bahnsteig muss er dann erst einmal verstehen, dass er je nach Ankunftszeit die nächste Bahn entweder in einem Tunnel links neben dem Hauptbahnhof findet, abwechselnd einmal Richtung Osten und Richtung Westen abfahrend, damit es nicht da schon zu übersichtlich wird, oder in einem Bergwerk unter der Bahnhofsmitte, zu dessen Abfahrtsbahnsteigen hinunter er schon locker mal 10 Minuten unterwegs ist. 10 Minuten. Nicht? Eine Flughafenanbindung also, wie sie nicht einmal meinem Brotzeitholer, dem Transrapid-Genie Stoiber, besser hätte einfallen können. Vielleicht sollte man als Namenspatron für den Tunnel seinen Vorgänger Karl Valentin in Erwägung ziehen. Nicht? Und dann werden da plötzlich Forderungen laut nach einem Baustopp oder gar nach Rückbau wegen der Kostenexplosion. Ja, entschuldigen Sie mal, wer so daherredet, der hat ja das Prinzip des öffentlichen Bauens überhaupt nicht kapiert. Man muss schon ein naiver Wicht erster Güte sein, wenn man glaubt, dass es jetzt wirklich bei den im Raume stehenden 7,2 Milliarden Baukosten bleibt, bis die Stammstrecke vielleicht irgendwann einmal fertig ist. Wenn sie Pech haben, aber da müssen sie schon richtig Pech haben, war die Baulöwen, dann wird es nur das Doppelte. Das Entscheidende dabei ist nur, dass am Ende niemand verantwortlich ist dafür. Zumindest kein Lebendiger. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Nur weil ich das Ende der WAA in Wackersdorf nicht mehr erlebt habe, konnte ich damals die Verantwortung dafür getrost übernehmen. Deswegen wird sich das mit der Stammstrecke in München auch noch ziehen, weil alle Verantwortlichen noch leben, zum Teil sogar noch recht jung sind. Das kann Jahrzehnte dauern. Das Vorbild ist Rom. Rom ist bekanntlich auch nicht an einem Tag errichtet worden. Und von Verantwortlichen ist schon gar nichts überliefert. Das war, ist doch wahr. Himmelssackel, Zement, Kreuzkirchen.